Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem weiteren CSGO Skin Giveaway hier auf YouTube. Ab heute gibt es für euch eine Lecky Schmecky Farmers Roll Cage. Sieht ziemlich krass aus, Rally-Fans aufgepasst. Wie ihr das halt absnacken könnt, erkläre ich euch jetzt. Und wisst ihr was heute? Machen wir mal ein Overwatch, während ich das erkläre. Mal neue Wege einschlagen, ne? Nicht immer nur Arms Race im Hintergrund, nein, nein. Södele. Gucken wir uns die Chose mal an und ich erkläre euch, wie gesagt, währenddessen, wie ihr hier am Giveaway teilnehmen könnt. Es ist, so wie immer, ich muss gerade mal kurz was leiser machen, das ist ja echt ultra laut, oder die Waldfee. Ihr seid hier aktiv für 10 Tage und schon seid ihr mit dabei. Wer ist denn da am Umlocken? Aktiv bedeutet, ihr schaut die... Was war denn das? Ihr schaut die Videos, ihr kommentiert die Videos und wenn ihr wollt, könnt ihr noch liken oder disliken, so wie es euch halt gerade passt, ja. Abonnieren muss man nicht für dieses Giveaway. Ich wiederhole, Alter, was macht der? Gottes Willen. Man muss nicht abonnieren, um hier mitzumachen. Der Abo-Status ist nicht relevant, um das Giveaway zu gewinnen. Wer hier einfach nur an dem Giveaway teilnehmen möchte und dann wieder geht, abonniert bitte nicht, weil ich nicht noch mehr Twitter-Abos brauche. Ja, dankeschön. Wer abonnieren möchte, kann das natürlich machen. Ich halte da niemanden auf. Dadurch kann man natürlich leichter am Giveaway teilnehmen, weil man ja mitbekommt durch das Abo, wann Videos kommen. Und wann nicht. Also von daher, ja, macht ihr das, wie ihr wollt. Nach diesen 10 Tagen entscheidet dann der Zufallsgenerator, wer unter diesen ganzen aktiven Leuten das Giveaway gewinnt. Und der wird dann von mir in einem Video genannt. Das ist ja widerlich, wer hier reinkackt. Oder die Waldfee. Vor allem so zuckelig extra. Guck mal, guck mal, guck mal. Ich glaube, der Cheat hat ein gewisses Eigenleben. Er kann gar nicht so spielen, wie er möchte. Er kann die Maus wohl gar nicht mehr richtig bewegen, der Dummkopf. Es gibt eine Möglichkeit, um an extra Aktivität ranzukommen. Und zwar könnt ihr in die Livestreams kommen. Heute Abend ist auch wieder einer. Ab 18 Uhr geht's los. Also jetzt sogar gleich, wenn ihr da reinkommt und, ne, und einfach da ein bisschen aktiv seid und mir vor allem auch am besten hier sagt, wie ihr auf Twitch heißt oder umgekehrt. Am besten heißt ihr auf beiden Plattformen gleich. Dann zählt es als Aktivitätsbonus und wird da eben nochmal ordentlich drauf gerechnet. In diesen Livestreams, die finden übrigens dreimal die Woche feste statt, gibt es auch immer Giveaways und aktuell gibt es nochmal obendrauf Handschuhe, die man sich snacken kann. Auch ganz ohne Twitch-Abonnement. Dazu erfahrt ihr im Livestream, wie der Hase läuft. Da haben wir extra einen Befehl und zwar Ausrufezeichen Giveaway im Livestream und dann erfährt man alles. Man kann natürlich einfach die Mods fragen, ne? So. Dieses Giveaway läuft, wie vorhin schon erwähnt, 10 Tage und nach diesen 10 Tagen wird der Gewinner dann einfach in einem Video von mir bekannt gegeben. Der Gewinner muss sich dann unter diesem Video bei mir melden und sagen, hey, ich habe mitbekommen, dass du mich im Video genannt hast. Bitte schicke mir nun den Skin oder was weiß ich. Und dann sage ich, jawohl, gib mir bitte deinen Trade-Link. Und dann schickt man mir da seinen Trade-Link unter das Video nochmal als neuen Kommentar. Und dann schicke ich das Ding los. Dieses gesamte Giveaway-System mit der Aktivität und der Ansage im Video haben wir so aufgebaut, dass halt wirklich nur aktive Community-Mitglieder, auch neue Mitglieder, eben gewinnen können und nicht einfach nur irgendein Pisser was absnacken kann. Denn Giveaway Hunter halten erstens die Aktivität nicht durch und zweitens schauen auch nicht wirklich in Videos rein. Das heißt, sie bekommen auch gar nicht mit, dass sie gewonnen haben. Da kann ich so fett schreien, wie ich will. Übrigens, der Gewinner ist haha. Ja, das sehen die dann gar nicht. Und damit können wir diese ganzen Pisser schon mal ausschließen. Das ist Wahnsinn, oder? Was dieser Kacklurch macht. Gucken wir an. Alter, da kommt mir direkt der Wirkreiz hoch. Da können wir mal wieder schön einen wegbannen. Ihr könnt natürlich, falls ihr wollt, noch in die Kommentare schreiben, was ihr wohl glaubt, was er hatte, aber ich denke, es ist nicht sonderlich notwendig. Wobei wir früher immer einen Aktivitätstest in den Giveaways gemacht haben, können wir gerne hier auch wieder reinbauen. Also, ja, um zu zeigen, dass ihr hier fast bis ans Ende des Videos geschaut habt, schreibt ihr einfach mit in euren Kommentar hinein, ob, also was er hatte. Ob ihr glaubt, dass er was hatte und wenn ja, was er hatte. Ja? Also anhatte, ne? Hier hackmäßig, ihr wisst schon. Oh, ich glaube, der Gegner hat mittlerweile auch angemacht, ne? Okay, schon ist es rum. Ich drücke jetzt mal, was ich glaube, was er hat. Und verabschiede mich jetzt bei euch. Wir sehen uns ja dann gleich, für die, die Zeit haben, im Livestream. 18 Uhr geht's los. Die Livestreams sind dreimal die Woche. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr. Und jeden Freitag ab 22 Uhr. Ich freue mich auf euch. Kommt dran. Bis gleich.